Mach dir ein Bild von deinem Beruf. Unter diesem Motto organisiert das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, kurz BIWI genannt, das ganze Jahr hindurch die sogenannten Branchenpräsentationen. Bei diesen Veranstaltungen haben Jugendliche aus der 8. und 9. Schulstufe die Möglichkeit, den Berufsalltag hautnah mitzuerleben. Die Branchenpräsentation Handel bietet umfassende Informationen zu den Berufen im Handel und die Möglichkeit, sich gleich direkt vor Ort auszuprobieren. Die Berufsbereiche und Tätigkeiten sind vielfältig und die Aufstiegschancen mit einer Handelslehre groß. Gut, unsere Schule, die Polytechnische Schule aus dem 15. Bezirk, besucht seit ganz vielen Jahren die Branchenpräsentation des Wiener BIWIs und wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Es bietet einen optimalen Einblick in die Praxis und die Schüler haben hier immer die Möglichkeit, praktische Erfahrungen sammeln zu können. Die wir in der Schule natürlich nicht bieten können. Du musst Herz und Seele dafür haben, wofür du dich engagierst. Natürlich musst du auch ein bisschen Einsatz bringen und Fachwissen lernen und dich gut vorbereiten. Aber wenn man authentisch ist, das heißt also echt und lebensnah ist und das wirklich will vom Herzen, dann schafft man das auch. Was ich auch gut finde, man lernt auch vieles dazu. Uns wird halt in der Schule viel beigebracht, aber wir lernen auch was zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es den EDV, wir haben jetzt einen neuen Beruf kennengelernt und welche es nicht gibt. Und es bildet dich auch irgendwie weiter, wie man sich, wir haben gerade vorhin gelernt, wie man jetzt die Hand schüttelt, eher fest, eher lasch, also das finde ich alles sehr gut. Die Schülerinnen und Schüler erproben sich im direkten Verkaufsgespräch und lernen, worauf es beim Verkauf ankommt. Auch gibt es die Möglichkeit, sich mit Fachleuten vom Lehrling bis zum Unternehmer gleich vor Ort auszutauschen. Erfahrungswerte den Jugendlichen weiterzugeben und auch vielleicht den Start den einen oder anderen zu ermöglichen, weil es ist sicher für die Jugendlichen ja nicht so einfach, sich richtig zu orientieren. Und ich glaube gerade, da können wir ein bisschen eine Unterstützung geben. Und zwar, ich habe schon viele Lehrlinge ausgebildet und zwar gerade im Handelsbereich, also im Großhandelsbereich, aber auch im Bürokaufleute. Und es ist immer eine spannende Herausforderung, nämlich das, was sie in der Schule gelernt haben, dann auch in der Praxis ihnen beizubringen. Ja. Genau überlegen, was man macht, vorher das Unternehmen gut anschauen und wirklich das, was man auch möchte, seinen Traumjob dann zur Berufswahl machen.